So, willkommen. Warum ist das aufgenommen? Ja, so, also willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Mongus Jakob von den Frakta und ich bin wieder in der Crusader Kings 2 Mod, A Game of Thrones. Und wie versprochen, spiele ich jetzt zwei Kampagnen. Jetzt hat die erste Kampagne mit Eddard Stark ja irgendwie ein unvermutetes jähes Ende genommen, wegen dem Crash. Gut, andererseits, die Mod hat Version 0.6, ja, ist das zu erwarten, dass es ab und zu mal crasht. Und jetzt diese zweite Kampagne, habe ich ja gesagt, das will ich spielen mit der... Ich habe irgendwie Frosch im Hals. Also mit Daenerys, na, Sturmtochter, ja, im Englischen als Stormborn, aus dem Haus Targaryen. Und... Tja. Der Mann ist schon tot. Drogo, das Bübel ist natürlich wie bekannt verbrannt. Jetzt frage ich mich gerade, warum sie das Schild hier zeigt und nicht das Targaryen-Schild. Weil sie Lord von Togolath ist. Hab ich noch nie gehört. Ja, ist ja wurscht. Aber ich muss was trinken. Ich habe irgendwie einen trockenen Hals. Ein erfrischender Schluck Bier, ja? Liebe Kinder, ihr trinkt bitte noch kein Bier, ja? So, also jetzt mal den Text hier. Also ich bin jetzt in Kart angekommen. Es waren noch ein paar coole Folgen in der Serie. Xaro Xoan Daxos, ja, ja, der alte Betrüger. Also ich hoffe, ich spoilere hier nicht so schlimm, aber ich nehme an, wer sich Let's Plays anguckt zu dem zu dem Buch bzw. den Film, also der Serie, der kennt schon beides, dem spoilere ich hier nichts Übles. Na, das nenne ich direkt mal Prestige. Wunderbar, das ist eine richtige Einstellung. So, das sind so diese Ruinenstädte. Wenn etwas zu einer Ruine geworden ist. Dann kann ich die deshalb auch dieses Fragezeichen. Wahrscheinlich. Weil hier ist keine Ruine. Nee, hier ist keine Ruine, aber ist auch ein Fragezeichen. Ach ja, vielleicht kennen sie hier das Wappen nicht. Das kann natürlich sein. Wenn etwas zu einer Ruine geworden ist. Baxaro Xoan Daxos, nicht schwarz? Oder war das so in der Serie? Ich bin in den Büchern noch nicht so weit. Wieso ist der homosexuell? Der wollte doch die Dings heiraten. Ist ja egal. Jedenfalls kann man die wieder aufbauen. Irgendwie. Ah ja, genau, hier. Genau, wenn man nicht auf erklären Krieg geht. Also, ist ja furchtbar. Warte mal, ich muss echt noch was trinken. Moment, jetzt mache ich mal Pause. Da liest man mal kurz in den Nachrichten, dass der alte Helmut Schmidt der Meinung ist, dass der Putin doch völlig nachvollziehbare Dinge macht. Und schon habe ich einen trockenen Hals. Unfassbar. Wieso denn Inzest? Das ist jetzt bei den Targaryen nicht unüblich, aber weder hat die mit ihrem Bruder gemaust, noch ist es, glaube ich, das... Oder? Nee, die, ihre Eltern waren doch keine Geschwister, oder doch? Echt? Waren sie? Oh ja, waren sie. Ja, okay, ja, dann in Ordnung. Gut, dann ist es tatsächlich ein Inzestkind. Naja, ist das so. Was haben sie denn noch für Fähigkeiten? Ich bin jetzt erstmal neugierig. Ich schaue mir das mal so an. Ja, eine Witwe ist wirklich... minus 50%. Naja, andererseits... ja, aber trotzdem, irgendwie muss die Kinder bekommen. Das bringt ja alles nichts. Ja, der ist schon so alt.
Also Kinder kriegen muss. Wobei, bevor ich jetzt irgendwas Komisches mache, was ich vielleicht bereue, sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen Zeit ablaufen lassen, weil ich bin mir auch gerade nicht so schlüssig, wo ich bin. Achso, ich wollte ja das mit den Ruinen noch erklären. Moment mal, ich mache mal das hier so weg. Man kann die Städte wieder kolonisieren, wieder besiedeln. Dafür braucht man aber ziemlich viel Geld. Das Blut von Valyria. Ja, okay. Aber sonst noch irgendwas, weil sorgen wir hier nur rum. Kann ja sein, dass wir das gleich nochmal neu starten müssen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt schon direkt, also die gilt zwar als spielbar, ja, wird auch angezeigt als Charakter. Also besser geworden mit meinem Hals ist das jetzt nicht. Aber, oh, Entschuldigung. Aber ich kann mir nicht so wirklich erklären, wie das funktionieren soll. Die hat hier keine Armee, die hat hier keinen echten Landbesitz, die hat nur diese Ruinen, quasi diese theoretisch quasi wieder kolonisieren könnte. Wir lassen mal ein bisschen. Ah, okay. Also wenn ihr versteht, warum ich gerade lache, blau, nein, gelb, das ist ein Hinweis, ein Hommage auf die Ritter der Kokosnuss von Monty Python, wenn sie am Ende über diese Brücke gehen. Also ich brauche jetzt nicht weiter spoilern, könnt ihr, schaut euch den Film an, dann wisst ihr, warum ich gelacht habe.
Also das finde ich auf jeden Fall mal einen interessanten Anfang, weil ich hier einfach mal nichts machen kann, wirklich. Einfach mal die Zeit vorbeigehen lassen muss und einfach dieses, ja, mich halt so quasi in die Story hineinbegeben. Schön. Dann warten wir mal ab und lassen uns jetzt weiter überraschen. Also nach Pentos bringt uns das Schiff. Aber in der Kirche sind sie auch dann erstmal in Astapor, oder? Bei den Yonkai. Alte Valyria. Ah, die Sklavenbucht, okay. Okay. Sind schon mal anständig. Ach, mein Ding zu sagen, das nenne ich mal eine anständig große Welt. Wer ist denn Viserys? Ach so, ja, vielleicht sollte ich mal erklären. Ich muss die Mod immer auf Englisch umstellen, weil die deutsche Übersetzung ist noch sehr unvollständig. Und wenn ich nicht die meiste Zeit Missing irgendwas lesen will, dann muss ich auf Englisch spielen. Gut, ist jetzt ja auch kein Problem. Nur halt, wollte ich es mal erklären. Thank you.
Die sammelt echt alles Mögliche ein. Ja, also ich finde das zwar echt gut gemacht, aber ist vielleicht ein bisschen. Okay. Oh, schönes Bild. Das fand ich so großartig in der Serie. Also sagen wir mal so, ihr Hofstaat wächst definitiv. Und wir sind in Yunkai. Ja, ich muss ab und zu mal kurz Pause drücken. Es blendet immer wieder dieses eine Schirm ein, weil darauf eben die Belegung liegt von meinem Aufnahmeprogramm. Aber ich habe immer so einen furchtbar trockenen Hals, nicht zusammen zu husten. Ich will euch nicht ständig irgendwie die Ohren husten. Okay. Okay. Jetzt habe ich Krieg mit Yunkai. Moment. Ja, wunderbar. Also ich kann den Jora jetzt marschieren lassen mit seinen Truppen, aber das ist jetzt keine tolle Armee, was er da hat. Wenn mal irgendwas besitze ich, nur was besitze ich? Strong Claim. Ja, das große Grasmäher, was mir irgendwie nichts bringt. Ach doch, warte mal. Ich habe doch Besitz. Castle of the Warm. Also das gehört mir. Das wird aber ein harter Kampf, wenn der
Vor allem hat er ziemlich gute Kämpfe. Ja, dann sind jetzt irgendwie nicht so stark. Und wenn man hier mal Päuschen warten mag, kann ich eigentlich noch Truppen hier hinten ausheben? Ah, ja. Belvas der Starke führt sie dann heran. Kann ich eigentlich mal ein bisschen Geld da lassen. Auf der anderen Seite. Will ich eigentlich Geld sparen, weil ich so eine ruinierte, also so Ruinen wieder ausbauen will. Das will ich mir mal anschauen, wie das funktioniert. Oh, ich könnte da jede Menge Söldner noch anheuern. Sehr cool. Ach, ein grauer Wurm ist diese Truppe, die jetzt zu mir steht. Ach so, die muss erst quasi wachsen. Oder wird es immer stark genug sein? Drücken wir mal vor. ...8000 Mann schwere Infanterie, 2000 Pikenträger, 10.000 Mann stark, ja. Was heißt denn jetzt? Es wird aber knackig, wenn ich mich mit denen herumprügeln will. Ja, dann führen wir halt den doch heran mit seinen Unberührbaren. Aber wie interessant, dass sie mich das jetzt wirklich als Schlacht ausschlagen lassen, also richtig im Kampf. Und das eben nicht als quasi Quest machen. Gucken wir mal nach Westeros, was da so in der Zwischenzeit passiert. Oh! Der junge Wolf kommt gut voran, würde ich mal behaupten.
So, jetzt wird es ein bisschen knackiger. Jetzt müssen wir eine Festung belagern. Das ist das Versorgungsgedöns. Ja, es geht. Also lang kann ich mir über diese Armee nicht leisten. Teilen wir uns mal auf. Und die eine geht schon mal gegen Jung Kai vor. Oh, da sind wir ganz stark genug. Wie stark sind denn die befestigt? Ja, wenn das so ist, bleiben wir zusammen. Ja, hoffentlich kriegen wir jetzt bald mal ein bisschen Besitz zusammen oder erobern mal was, dass wir eine richtige Basis haben, von der aus wir dann richtig expandieren können. Mich würde natürlich reizen, mir mal Valyrien anzuschauen, ob man da nicht irgendwas wieder aufbauen kann. Das wäre natürlich richtig großartig. Weil die Gebiete hier gelten ja auch... Ne, warte mal, das sind die Ruinen. Die hier sind einfach nur grau. Die Wüste. Das ist jetzt doof. Das wäre schade, wenn man da echt nichts mehr machen könnte. Hier ist noch... Das sind alles Ruinen. Ach cool, dann kann man die aber auch irgendwie in Besitz nehmen, wenn wir da mal durchmarschieren. Rücken wir nicht hier einfach die Küste entlang immer vor, nehmen ein, was wir kriegen können, brennen alles und gehen dann von Tyros, oder von was immer die freien Städte ein, von Tyros gehen wir rüber nach Dorne und in die Sturmlande mit irgendwie 5 Millionen Soldaten. Ja, das ist mir jedenfalls gefällt mir die Mod, ich finde die richtig, richtig geil. Aber wenn das jetzt eine irre lange Folge hier wird, eigentlich könnte ich mal einen Cut machen. Ich mach mal einen Cut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.